Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier mit unserem Paladin Dance unterwegs, der gerade auf diesem Sessel hier Akrobatik macht. Unglaublich. Ja, das ist halt, wenn einem langweilig ist, dann macht man halt solche Sachen scheinbar. Wir werden hier weiter diesen Dungeon hier erkunden tun. Alles Schrottmäßige, was wir finden, nehmen mit. Sind wir wohl die Ersten, die sich seit langer Zeit in diesem Ort umgesehen haben. Oh. Nehmen auch nebenbei alle technischen Unterlagen mit, die wir finden können, denn unser Kollege will das haben. Zu Forschungszwecken. Mhm. Also. Ah, warte. Ist ja wurscht. Machen wir den zuerst. Wie schön. Ja. Yeah. Weil da hinten ist nämlich auch eine Tür. Geht's hier weiter? Nein. Was? Was haben wir hier? Nachtsicht, okay. Schall gedämpft. Impulsmine. Und wir sind überladen. Ich freue mich. Sehr. Ui, die erste Mini-Atombombe. Haben wir schon mal. Handbuch für verdeckte Einsätze. Ausgezeichnet. Supi. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Wir sollten aber weiterhin wachsam bleiben. Ja. Ein Terminal haben wir hier. Mal schauen. Fort Strong. US Army Lager. Unbefugter Zutritt verboten. General Brooks Bericht Juni 2075. Heute ist das Kommando von Fort Strong auf mich übergegangen. Ich freue mich schon, der US Army beim Testen ihrer experimentellen Waffensysteme in unserer Anlage behilflich zu sein. Die Männer haben auf meinen Befehl hin die Insel bereits für die Tests vorbereitet, die alte Kaserne abgerissen und eine simulierte Stadt errichtet. Da wir, ja, das ist wieder typisch, ne, wie in den Filmen, da wir den Feind an einer urbanen Front bekämpfen werden, ist es meiner Meinung nach am besten, diese Waffen an zivilen Gebäuden zu testen. Ja. Für den Echtheitsfaktor, wie. Nächster Eintrag, September 2075. Wir haben eine neue Lieferung, T51P Powerrüstungen getestet, die von den Technikern der Army gerade fertiggestellt worden sind. Ich bin von dem umfassenden Schutz beeindruckt, den sie unseren Soldaten bieten, während sie ihren gleichzeitig großen Mobilität ermöglicht. Mir ist allerdings aufgefallen, dass den Soldaten das Springen in diesen Dingen immer noch schwerfällt. Wegen des Gewichts des Anzugs fallen sie bei harten Landungen häufiger um. Die Jungs von der Wartung haben sich das mal angesehen und sie schlagen vor, ein Gyroskop und Stoßdämpfer in den unteren Torso einzubauen. Ich werde dies nach oben weitergeben und sehen, ob die Washington dazu ob ich Washington dazu bringen kann, die Extrakosten für die Modifizierung auszugeben. Februar 2076. Die Situation im Ausland spitzt sich zu. Deshalb hat Washington uns angewiesen, die Projektlaufzeiten zu halbieren. Ich habe sie auf die dadurch entstehenden Gefahren hingewiesen, doch wir scheinen keine große Wahl zu haben. Ich habe mich entschlossen, meine Mitarbeiter in Team Alpha und Team Bravo aufzuteilen, sodass wir an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten können. Dadurch arbeiten zwar weniger Leute an einem Projekt, aber ich bin überzeugt, dass wir den neuen Zeitplan trotzdem einhalten können. Ich werde Team Alpha an der Powerrüstung und Team Bravo an der neuen M42 Fatman-Werfern arbeiten lassen. Tja, jetzt wird's dann brenzlig, ne? Juni 2076.
70. Team Alpha hat gerade den ersten Schwung T-51P-Anzüge an die Front nach China geliefert. Den Berichten nach zeigen die Anzüge eine bessere Leistung als erwartet und fressen sich durch feindliche Panzer und Rüstungen, als ob es Papier wäre. Angeblich ergeben sich einige feindliche Truppen sogar, wenn sie die Power-Rüstungstruppen mit ihren 5mm Miniguns auch nur sehen. Sieht ganz so aus, als hätten sich Team Alpha eine Ausgangserlaubnis fürs Wochenende in Boston verdient. Prima. Echt prima. Dezember 2076. Team Bravo hat gerade damit zu kämpfen, dass das abgefeuerte Geschoss des M42 nicht weit genug fliegt. Das Problem liegt darin, dass der Gefechtsknopf nach wie vor zu schwer ist, um die erforderliche Distanz zurückzulegen. Unsere simulierten Soldaten bekommen immer noch zu viel Strahlung ab und erleiden Verbrennungen durch die Explosion. Einer der Techniker hat den radikalen Vorschlag gemacht, eine kleinere Sprengladung zu verwenden, um das Geschoss schneller aus dem Werfer zu katapultieren. Seine Berechnungen klingen vernünftig, also werde ich es ihn versuchen lassen. Darum Mini wahrscheinlich. Damdadam. Nochmal September 2077. Nach einigen Rückschlägen und dem Verlust eines Testtrupps, na super, haben wir die Feuervorrichtung des M42-Werfers endlich perfektioniert. Washington hat mich gedrängt, dieses Projekt zum Abschluss zu bringen, doch für eine so wirkungsvolle Waffe wollte ich mir ausreichend Zeit nehmen. Wir haben die Werfer zum Lager in Mississippi geschickt und warten nur noch auf den Befehl, die Gefechtsknöpfe dorthin zu verschiffen, wo sie gebraucht werden. Hoffentlich sind wir diese Atomraketen noch vor Ende des Monats los. Ich fühle mich nicht wohl, nur wenige Meter über einer Menge an Atombomben zu schlafen, die die gesamte Insel ausradieren könnten. Prima. Ja, da würde ich auch nicht gut schlafen, aber andererseits musst du es mal so sehen, wenn's rumst, kriegst du eh nichts mit. Perfekt. Super. Und du hast es überstanden, nämlich auch noch. Ui, ein Safe. Warst du schon offen? Frechheit. Meine Erfahrungspunkte, Sauerei. Ja, und natürlich sind wir auch wieder hoffnungslos überladen. Wie soll es denn auch anders sein? Das muss so sein. So, dann marschieren wir doch mal ganz gemütlich hierhin. Das ist eine Frechheit. Sind wir schon fertig, oder wie? Oder was? Ja, das war's. Schluss, aus, fertig. Dann können wir wieder gehen. Ich hoffe, ich habe alle Papierl gefunden, die unser Kumpel, also unser Kollege da gebraucht hat. Hätte, hat. Level 28 sind wir noch immer. Noch. Wenn es gut läuft, haben wir bald Level up. Oh yeah. Na los, lade Bild schneller. Du schaffst das. Ja. Sehr gut. Verdammt, der will immer noch, dass ich da reingehe. Habe ich dann echt was übersehen? Nö, oder? Echt wahr? Sichere die Waffenkammer. Habe ich echt was übersehen? Jaha, Spezi. Ich dachte echt, ich wäre fertig. Nö. Sind wir doch einmal rundherum gegangen. Dann war das nicht die Waffenkammer. Nein? Oder doch? Ich meine, wir müssten doch alles... Hier liegt ziemlich viel Müll. Ja. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Ja, habe ich gemacht. Sollte eigentlich... alles weg sein. Viel ist nicht mehr da, um diese Überreste zu identifizieren. Habe ich dann echt dann... Ich meine, ist dann... Ich meine, hier drin wird aber nichts mehr angezeigt, dass noch was zu machen wäre. Taten, keine Gnade. Ja. Ist das denn eventuell noch von draußen oder wie?
Soll er dann draußen sein, ne? Wahrscheinlich lebt noch irgendwo so ein depperter Supermutant, der mir gerade das Leben schwer machen will. Weil hier drinnen scheint es zu passen. Iiii, das ist wieder ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ah, ich bin doch draußen alles abgehatscht. Und da zeigt wieder an, dass er rein will. Komisch ist das echt. Weil schaut er halt nicht so aus, als ob was überlebt hätte. Na, es muss schon drinnen sein. Das ist jetzt aber echt blöd, weil... Warte. Hat es irgendwo einen Behälter gegeben hier draußen? Ich fürchte nicht, ne? Da muss ich rein nochmal. Und drinnen, ich werde einfach drinnen beim nächstbesten Behälter das Zeug mal abladen. Dann kann ich wieder laufen. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig. Wir sind hier noch nicht fertig. Da muss da drin noch irgendwo irgendwas sein. Dann habe ich vor lauter Genausein schon wieder irgendwas übersehen. Da herrscht eine ziemliche Unordnung. Ja. Ich frage mich, seit wann? Ja, keine Ahnung, aber ich hau da mal alles rein, was wir nicht brauchen. Also Waffen vor allem mal, die sind nämlich so schwer. Da, 1, 2, 3, das kannst du dabei auch haben. So wie dieses hier und von mir aus auch das hier. Da haben wir schon 1000 Schuss. Bist du narrisch. Und hier noch was. Und vielleicht noch vom Schrot noch ein bisschen was. So. Dass wir leichter sind. So, rein mit dem ganzen Klumpert. Ich gehe es dann bei passender Gelegenheit wieder Schritt für Schritt abholen und bringe es gleich in unsere Siedlung. Na super. Alter Schwede. So, jetzt sind wir wieder schön leicht. Jetzt will ich das aber wissen. Was habe ich denn schon wieder übersehen? Wahrscheinlich irgend so ein blödes Papier irgendwo. Was auch immer das war, es wurde total zerstört. Ja. Aber es lebt hier doch eigentlich keiner mehr. Mysteriös, echt. Das Gebiet ist offensichtlich seit einiger Zeit verlassen. Schau, da ist es. Technisches Dokument. Ich glaube, ich spinne. Du Schwein! Habe ich echt einen so einen depperten Zettel übersehen. Da oben etwa. Halt, Entschuldigung. Weil da ist ja nichts mehr, ne? Da war nur dieses eine Teil. Hier ist hier noch. Ah, was haben wir da? Eine Whiskyflasche. Beim Bult, genau. Zum Mut antrinken, bevor man die Rede hält. Genau. So macht man das. Ruck, ruck. Na, da ist gar nichts. Bett zum Schlafen, ja, das habe ich mitbekommen. Ah, ich depp da oben. Ah, da war ich ja nicht schauen. Ha. Glaube ich halt. Einen Löscher. Kaffeekanne. Ja, ja. Das habe ich wieder mal erfolgreich vergessen. Ich bin ja so ein Genie. Schere. Da haben wir was. Yeah, Kronkorkensammlung, supi. Und einen Aschenbecher. Ja, was haben wir da? Nix. Was haben wir hier? Jawohl, da ist haufenweise Graffel. Da ist sicher auch irgendwas drin. Da ist sicher auch was. Jawohl. Ja, ich bin halt so ein Profi. Da ist nix. Patrönchen. Da ist auch sonst nix. Nach dem Staub zu urteilen, sind wir wohl die Ersten, die sich seit langer Zeit an diesem Ort umgesehen haben. Das könnte sein. Da wirst du schon recht haben, mein Bester. Den nehmen wir auch mit. Das war's. Ernsthaft? Mehr nicht?
Keine Waffen? Kammer? Eine versteckte? Nö. Dann müssen wir unten weiterschauen. Ich habe definitiv irgendwo was übersehen. Am Klo waren wir. Liegen viele Trümmer. Ja, ja. Und da herüben waren wir eigentlich auch. Ach ja, der Lift, ich depp. Ich sehe mich viel mehr. Das könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Da ist dunkel, da ist dunkel, da ist dunkel. Jetzt nicht mehr. La la la. Huch. Servus. Stimmt, da unten waren wir nicht. Ha, jawohl. Ach, ich bin so ein Profi. Hallo? Da schaut schon wieder so aus, als wenn es bald zum Schießen wäre. Her mit dem geschimmelten Essen. Ja. Erkennungsmarke, okay. Pass auf, wo du hintrittst. Hier liegen viele Trümmer. Ja. Ich versuche aufzupassen. Versprechen kann ich aber nichts. Hallo. Lass die Waffe in Sicherheit. Was auch immer diese Unordnung verursacht hat, könnte noch hier sein. Das könnte allerdings wirklich so sein. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Was war da? Laborflasche. So, lala. Ein Telefon. Also wichtige Zettel sind hier irgendwie nicht. Halt. Ist das ein Safe? Nein. Wah, servus. Da schaut's immer aus. So. Das und das. Diese Ausrüstung ist nicht ohne Grund hier. Finden wir heraus, warum. Ja. So. Die Spiegel sind für nix. Eine Pflanze am Klo. Und auf... Also... Super, in einem ist aufbereitetes Wasser, im anderen ist schmutziges Vorsicht. Wasser. Dieser Ort mag verlassen wirken. Wir sollten aber weiterhin wachsam bleiben. Jawohl, Chef. Schaut echt ein bisschen komisch aus. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, mehr nicht. Gut, gesund sind wir. Die Waffe ist auch. Da haben wir ja schon ein. Was ist das? Was? Ich glaube, wir werden nicht weiter sein. An mir kommt keiner vorbei. So, das Hunderl ist erledigt. Das Hunderl ist erledigt. Jetzt nochmal. Nö, der war nicht. Komm her, komm, Hundi. Hundi? Ja, natürlich. Fallen wir wieder auf. Jawohl, der ist hin. Boah. Na, wo bist du? Trottel? Na, nicht du. Da drüben ist so ein Trottel. Ah, das geht nicht. Dann machen wir so. Ja, und wieder. Oh! Ui, 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 ui. Ein legendärer Trottel wieder. Ja, 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 ja. Da muss der zuerst weg. Ah, das ist ja der legendäre. Uparabashababam. Na? Super. Jawohl, der ist erledigt. Du Supermutanten-Watschka. Ich sehe dich, Trottel. Komm her, du Depp. Hallo? Da ist so ein Trottel. Wow. Ich muss mich kurz mal verstecken. Gut, wenn es gehen würde. Aber in dem Fall geht's halt nicht.
Ja, ja. Das fürchte ich auch, dass ich dafür bezahlen darf. Das Problem ist, dass die Waffe kaum Munition hat, ne? Alter! Ah! Bam! Hört auf zum Schießen, ihr Deppen. Warte, ich muss... Der wird zuerst gut mal wegputzen. Mädel, wo schießt denn du hin? Der ist weg. Dann wieder mal genesen. Dann kehrt der Depp weg. Na komm. Wollen wieder nachladen. Meh. Na mach schon. Jawohl, Gott sei Dank. Der ist schon mal hin. Nachladen bitte. Ah, da drin ist er. Natürlich, keine Energie. Also Ausdauer halt. Ja. Noch ein super, also legendärer Dreckbatzen Kackkern. Ja. Ist mutiert. Ja, das freut mich. Das freut mich sehr. Mehr, du Arschkopf. Nachfüllen, laden. Ah, wieder ausweichen. Na, so. Komm her, du Depp. Hm, irgendwas hat er gut Schaden gemacht, ja. Vor allem habe ich schon aufs Maul bekommen. Bist jetzt bald mal hin? Ja, ich bin bald mal hin. Mehr, du Trottel. Jawohl. Super. Ist jetzt Ruhe? Hm, ja, jetzt schaut's gut aus. Hui. Passt. Dann gehen wir Klumpert holen. Irgendwas Nützliches? Jo, schaut aber nicht so schlecht aus. So. Herr Legendärli. Wo bist denn? Na komm. Chamäleon. Sünfrüstung, rechter Arm. Aha. Zu entdecken. Ah, ja. Naja, okay. Ist jetzt nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. Da bin ich ehrlich gesagt in unserer Roboterrüstung mehr zufrieden, weil sie schön Verteidigung hat und so. Das passt fast besser zu mir. Ah, und ich bin schon wieder überladen. Jawohl. Super. Halt, was war da? Jawohl. So, da la. Gut, hier funktioniert eh nichts. So, da la la. So, da la la. So, da la la. Der Radio ist nur zum Einschalten, ne? Jawohl. Da haben wir eine tolle Zange. So, hier noch irgendwas zufällig. Da, Patrönchen, jawohl. Ja, das scheint es dann auch schon wieder gewesen zu sein. Hier halt. Gehen wir weiter. Ich weiß, dass ich voll wie ein Christbaum bin. Danke für die Info. Musst du nicht immer wiederholen. So, her mit dem Zeug. Jawohl, das nehmen wir auch gerne mit. Ein Schädel. Was ist da? Ui, angetrieben. Kampfrüstung. Linker Arm. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Wäre nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Psch, sind da legendäre Supermutanten, verstehst? Glaube ich. Haben wir da irgendwas? Ja, Patrönchen. Super. Ist da was drauf? Nein. La 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 la. Achso, die Fleischsackeln vergesse ich immer zu looten. Ich bin so ein Genie. Ah, da ist nichts drin. Super. Da ist auch jemand zu Asche verbrannt.
Das war ein Hundi. Supi. Perfekt. Hier mit dem ganzen Graffel. Ah, da hinten haben wir eine Kiste. Ja, Patronen. Super. Super, super. Super, super. Eine Wirbelsäule. Boah, das ist echt nicht schlecht. Hast einen Bandscheibenvorfall, brauchst du gar keine Angst mehr haben. Bandscheibenvorfall ist passé. Weil du hast jetzt eine neue... Also wir haben jetzt eine neue Wirbelsäule als Reserve dabei. Brauchen wir nur wechseln und dann ist wieder alles gut. Voll praktisch. Halt, da ist ein Schraubenzieher. Ich sehe dich. Du fieser Schraubenzieher. Kronkorken. Irgendwas? Da? Ist da was? Schaut übel aus. So, aber hier haben wir was. Da ist wieder nichts. Jawohl. Der Supermutant hat auch nichts mehr. Gut. Das müsste mal passen. Dann geht's weiter. Einfach mal so hier entlang. Da ist auch jemand. Nur mein Häufchen Asche. So, hallo. Mülleimer. Ja, könnte ich... Oh, Team Bravo Terminal. Mhm. Ein Bericht. 5 Berichte haben die da. Die Dinge spitzen sich hier langsam zu. Brooke hat sich entschlossen, unsere Männer in 2 Teams aufzuteilen. Ich habe einen der kurzen Halme gezogen, also bin ich beim M42 Fatman-Werfer-Team gelandet, während die meisten meiner Kumpel schön oben bei den T51B, wird wahrscheinlich eher 518 Anzügen sitzen. T518, so wahrscheinlich. Was für eine lächerliche Idee der M42 doch ist. Ein tragbarer Werfer für Mini-Atomraketen, die ein Soldat auf dem Schlachtfeld auf kurze Entfernung einsetzen soll. Ich habe mir die Pläne angesehen und weiß nicht, wie wir es schaffen sollen, dass dieses Ding den Gefechtskopf weit genug abfeuert, sodass der Soldat, der diese Todesfalle bedienen muss, nicht selbst dabei drauf geht. Ja, das ist so eine Sache. Haben wir selber schon erfahren. Mhm. Wir haben das Gewicht des Gefechtskopfs so weit wie möglich reduziert. Aber ich denke, dass wir die Sache von der falschen Seite her angehen. Statt das Gewicht des Gefechtskopfs zu senken, sollten wir lieber versuchen, die Feuerkraft des Werfers zu erhöhen. Ich weiß, dass dadurch das Gewicht der bereits schweren Waffe weiter erhöht wird. Aber uns bleibt keine andere Möglichkeit. Jemand aus dem Team hat vorgeschlagen, den Gefechtskopf mit Hilfe von Magneten wie bei einer elektromagnetischen Schienenkanone zu beschleunigen. Allerdings wäre dann das das Netzteil schon so groß wie ein Koffer. Ich werde weiter über dieses Problem nachdenken und sehen, was mir dazu einfällt. Auf jeden Fall, Burschen, ist euch was Tolles gelungen. Heute Morgen haben wir 2 gute Soldaten verloren. Sie befanden sich an der Oberfläche und haben eine MIRV-Variante des Werfers getestet. Als einer der Gefechtsköpfe eine Fehlzündung hatte und direkt auf dem Boden vor ihren Füßen auftraf, die Armen hatten keine Chance. Wir haben nicht einmal Überreste gefunden, um sie ihren Angehörigen nach Hause zu schicken. Also hat Brooke befohlen, einige Dosen mit Sand zu füllen. Boah, ist das gemein. Dieser Typ schert sich kein bisschen um uns, sondern sorgt sich nur darum, dass ihm die Ordensträger in Washington nicht das Leben zur Hölle machen. Ja, sicher auch kein leichter Haken, ne? Letzte Nacht lag ich im Bett und hatte einen dieser Aha-Momente. Ich bin zu den Jungs von der Nachtschicht ins Labor rübergerannt, habe all ihre Zeichnungen auf den Boden gefegt und angefangen, meine Idee zu zeichnen. Sie haben bestimmt gedacht, dass ich verrückt geworden bin.
6 Stunden und ungefähr 14 Becher Kaffee später hatte ich alles fertig. Wir werden eine kleine Ladung als Zündhilfe einbauen, um den Gefechtskopf aus dem Werfer zu katapultieren. Die Reichweite wäre dadurch sehr groß und die Sprengladung könnte am Gefechtskopf selbst angebracht werden. Brooke schien der Plan zu gefallen und er hat uns grünes Licht für die Entwicklung eines Prototypen gegeben. Ich kann es kaum erwarten. Es hat fast ein ganzes Jahr und über 100 Testschüsse gedauert, aber jetzt ist der M42 bereit, in der Praxis angewandt zu werden. Kaum zu glauben, dass ich über ein Jahr mit diesem einen Projekt verbracht habe. Ich bin froh, dass wir unseren Jungs, die im Ausland kämpfen, eine gut getestete Waffe liefern können. Jetzt, da das Projekt abgeschlossen ist, wird uns Brooke eine neue Aufgabe geben, aber vorerst werde ich den Rest des Monats damit beschäftigt sein, diese Gefechtsköpfe einzupacken und zu verschiffen. Jupp, das ist so. Das ist so normal. Ja. Schließlich hast du sie auch gebaut. Da kannst du sie auch einpacken. So, her mit dem Graffel. Da ist ansonsten nichts wirklich viel Brauchbares drin. Da haben wir eine Blaupause. So. Blub. So. Noch eine Zeitschrift. Noch irgendwas? Laborflasche. Ja, das dürfte hier auch wieder gewesen sein. Dann gehen wir hier lang. Ein Safe. Na, langsam. Na, so. Jawohl. Das wär's. Haufenweise Patronen, eine Pistole. Und Vorkriegsgeld. Nehmen wir gleich alles mit. Passt. Katschanga. Hast du was gesagt? Ich habe dich nicht gehört, Schatz. So. Jawohl, ein paar Patrönchen noch. Zigaretten. Oh, Stummfeuerzeug und Schachtel Zigaretten. Schreibtisch mit dem Wecker. Du gehst mir auf den Wecker, ey. So, haben wir da jetzt alles? Ich hoffe es tun. Da geht's glaube ich nicht rein. Da haben wir was. Und das dürfte schon gewesen sein. Dann gehen wir hier weiter. Da geht's auch runter. Ach du Heilige. Und was ist das? Oh. Da können wir auch rein. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Das scheint schon wieder gewesen zu sein. Ich glaube, wir haben was gefunden. Ich glaube, wir haben was gefunden. Beziehungsweise das Lager, was unsere lieben Paladin-Freunde da gerne haben möchten. Ach, wie schön. Schlendern wir mal gemütlich durch den Dungeon. Das ist echt. Ich muss dann bald wieder die Roboter mitnehmen. Also zumindest ein. Dann nochmal schauen, ob ich schön die Taschen aufwerten kann, irgendwie. So, was machen wir da jetzt? Paladin, Dance, bist du da? Zumindest hast du mal Bock hier zu kommen. Weil ich glaube, hier geht's nicht weiter.
Vielleicht bin ich ja auch schon fertig, ich Depp. Schau mal kurz nach. Nö. Ach doch, natürlich bin ich fertig. Ich brauche nur mit dem Paladin Tanz zu sprechen. Aber ich wollte trotzdem nochmal hier nachschauen, ob es nicht doch noch etwas geben tut. Aber nein, wir sind hier fertig. Mist, das ist echt übel, dass ich da so blöd laufen muss. Aber einen Vorteil hat's. Wir werden den Part jetzt noch so lange machen, bis wir den Dungeon verlassen tun. Dann beenden wir den Part und ich werde dann einfach wieder die Sachen hier abholen, werde sie in unsere Siedlung bringen und dann beginnen wir eben frisch, fröhlich, wahrscheinlich bei dem Paladin wieder. Na, sag einmal, wo ist denn der Kerl hin? Da könnten wir wenigstens entgegenlaufen. Paladinchen. Ich würde es ja gar nicht wundern, wenn er schon flatter Zustände überhaupt schon weggelaufen wäre. Komplett. Was sicher nicht höflich ist. Ah, ich glaube, da haben wir es schon. Irgendwo da ist er. Da ist er schon. Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Wieso der Hass? Warum hast du Supermutanten so sehr? Sie sind verantwortlich für den Tod eines engen Freundes, eines Bruderschaftsritters namens Cutler. Wenn du also fragst, ob ich sie hasse, dann sage ich, Hass ist noch viel zu milde ausgedrückt. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Schon klar. Armageddon? Klingt vernünftig. Muss dir nicht leid tun. Genug gepredigt. Klingt vernünftig. Klingt's vernünftig? Ich hoffe Klingt mal. Vernünftig. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren und mit Maxen sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Jawohl, Achtung, ich trete. Puh. Du solltest dranbleiben. Deine Instinkte scheinen ziemlich gut zu sein. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? So, rauf mit uns. Passt. Ich werde dann wieder einen Teil des Graffels werde ich wieder oben reinschmeißen in diesen Fleischsack und ja, ich denke, das passt dann auch schon mal mit dem Beenden des Parts und ich werde dann, wie gesagt, einfach, wenn es ihr nicht zuschaut, wenn ihr beide Augen zuhaltet, werde ich dann ganz kurz mal das ganze Graffel wegbringen. So, bin ich da jetzt richtig? Ich glaube, ja. Perfekt. So. Also, da kommt jetzt das Zeug. Na komm. Jawohl. Alles, was zu schwer für mich ist, kommt da mal rein. So, ja. Ein bisschen noch. Perfekt. Sehr gut. Und ich port das ganze Graffel mal weg. Da haben wir noch Knochen. Super, bin wieder überladen. Und ich hole das ganze Graffel dann wieder, wie gesagt. Und wir werden uns dann beim nächsten Part... Ja, beim nächsten Part werden wir uns dann einfach bei dem Paladin umtreffen. Und ich denke, das passt dann schon so. In Klammer hoffe ich. Es ist echt eine Frechheit, wie die Zeit immer so schnell vergeht. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!